Mit Ach und Krach hat St. Georg am letzten Samstag seinen Kopf noch aus der Schlinge gezogen. Gegen St. Martin lag die Jagina bis zur 88. Minute mit 0:1 im Hintertreffen, drehten das Spiel dann aber dank eines überragenden Martin Ritsch, der mit einem Kopfball-Doppelpack die Wende herbeiführte. Für den Mittelfeldspieler kein alltägliches Ereignis. Die Fabrik ist noch einmal gegeben, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich mal zwei Tore in einem Spiel in der Oberliga schieße mit dem Kopf einer. Deswegen. Und Samstag einer, deswegen heute werden wir schon wieder feiern gehen mit den Kollegen da. Trotzdem weiß Ritsch, wo es bei den Jagina zurzeit hapert. Im Angriff fehlen momentan zwei wichtige Stützen verletzungsbedingt. In die Bresche müssen dann gelernte Mittelfeldspieler springen. Es ist schwierig, weil wir haben in Orfanella und in Albanese zwei gute Stürmer, die sind ins Fallen einfach. Nach vorne gehen wir ins Hart, obwohl es der Haras Apenno ganz gut gemacht hat, die letzten Spiele, kann man nicht sagen. Aber wie gesagt, er ist halt auch kein gelernter Stürmer, deswegen haben wir uns auch die letzten Spiele hart getan mit Tore schießen. Aber ich glaube, auf nächsten Sonntag kommt der Albanese wieder zurückkommen und hoffen wir, geht es leichter mit Tore schießen.